Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausfahrt TV Plus. Ich rede mit euch und heute möchte ich euch ein bisschen genauer das Infotainment-System hier im niegelnagelneuen Corolla vorstellen. Toyota nennt den Wagen wieder Corolla. Ich bin sehr glücklich, weil ich habe auch schon wieder den Namen des Vorgängers vergessen. Avensis? Nee, das ist der größere, ne? Was ist bloß noch, Eik? Nee. Gut. Egal, ich zeige euch das System. Einmal kann euch sagen, unser Testwagen ist auch mit dem JBL Premium Soundsystem bestückt. Und ich sage, ich steige mal sofort ein hier. Ja, so sieht er aus, der Startbildschirm. Wir haben hier im Prinzip hier drei Kacheln. Einmal die Kartenansicht, die Tonquelle und unseren letzten Verbrauch. Über die Kacheln kann ich auch jeweils in den Bereich reinspringen. Hab hier zum Beispiel die Historie. Wir sind noch nicht so viel gefahren. Der Antriebsstrang, ob nun gerade geladen wird oder nicht. Und könnte das Ganze auch löschen, beziehungsweise kann mir hier Ausschnitte anzeigen. Gut, über die Home-Taste hier an der Seite komme ich immer wieder zurück zu diesem Startbildschirm. Und es gibt auch noch eine Menütaste. Da springe ich dann in das Hauptmenü quasi rein, habe aber auch noch Kurzwahltasten für Audio und die Karte bzw. Telefon und Setup auf der anderen Seite. Die Lautstärke kann ich hier immer über einen Drehregler regeln. Ja. Der ist so ein bisschen filigran, aber ich finde das noch vollkommen in Ordnung. Und hier kann ich halt auch noch die Sender wählen, auch wenn ich jetzt im Kartenmodus bin. Fangen wir also an bei Audio. Ich habe unterschiedliche Tonquellen. Die kann ich hier über Quelle mal ansteuern. AM, FM ist klar. DAB gibt es auch in der Ausstattungslinie. Toyota hat uns hier einen USB-Stick mitgegeben. Da sind ein paar Lieder drauf. Kann ich hier quasi durchspringen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, den rauszuziehen. Und mein iPhone per USB zu verbinden und dann kann ich hier entsprechend von meinem iPhone auch Musik hören. Gehen wir wieder auf Quelle zurück. Das iPhone deaktiviere ich mal. Miracast ist dann noch so ein Dienst. Und wir haben auch noch einen Aux-In-Anschluss, den ich befüllen kann. Wer hier Apple CarPlay und Android Auto sucht, das soll wohl erst zum Ende 2019 für den Toyota Corolla angeboten werden. Ist aktuell noch nicht bestellbar. Gehen wir wieder zurück ins Menü oder nochmal auf die Home-Taste, finde ich eigentlich noch schöner. Achso, Audio, da sind wir ja noch gar nicht fertig, Kinder. Also haben wir jetzt hier FM, da habe ich die Möglichkeiten, mir die Favoriten anzusehen, die ich abgespeichert habe. Habe eine Senderliste von Sendern, die er hier halt gefunden hat, zum Beispiel Radio 3. Und könnte jetzt aber auch hier manuell nach dem Sender suchen und den entsprechend einstellen. Optionen habe ich auch noch, verschiedener Art. Und ich kann auch hier direkt immer ins Klangmenü springen. Habe unter anderem hier einen dreistufigen Equalizer, einen Fader gibt es auch noch. Und adaptive Lautstärkeregelungen. Ne? Je schneller man fährt, umso lauter soll es werden. Gut, und hier habe ich dann auch noch die Möglichkeit, halt nach Sendern zu suchen. Wie ich die in die Favoriten reinbekomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann ich das hier vielleicht drüber regeln? Nee. Ich muss gestehen, bei der ganzen Bedienung, ich fahre ja nun viele Autos, viele unterschiedliche, springen da immer mal wieder rein. Das ist mir hier alles nicht ganz klar bei dem Toyota. Ich finde ihn schon sehr, der hat so Sachen, die sind einfach ungewohnt für mich. Und ich kenne mich hier noch nicht so aus, da braucht man, glaube ich, ein bisschen Zeit, um sich richtig reinzufuchsen. Vielleicht sollte man auch einfach mal die Bedienungsanleitung lesen. Aber im Prinzip war es das auch schon vom Audio-Menü. Dann gehen wir jetzt einfach mal rein in Map, sprich in die Navigation. Hier habe ich die Möglichkeit umzuschalten zwischen 2D-Ansicht und 3D-Ansicht. Und bei der 2D-Ansicht kann ich dann noch die Ausrichtung ändern, ne? In Fahrtrichtung oder immer nach Norden ausgerichtet. Und das ist halt die 3D-Ansicht. Ich kann nach Zielen suchen, das wollte ich aber gar nicht zeigen, sondern ich habe hier dann noch die Möglichkeit rein und raus zu zoomen. Hier der Beweis, wir sind wirklich auf Mallorca. Und mal die Performance, wie der sich so verhält hier. Ganz so nah müssen wir es gar nicht haben. So, und das ist mein nächstes Problem. Ich weiß nicht, wie ich diesen Dialog wieder verlasse. Wenn ich hier reintippe, denkt er mal, ich will ein Ziel haben. Dann komme ich wieder zurück, aber so direkt rausspringen, weiß ich nicht. Hier kann ich dann noch sagen, soll er mir Anweisungen geben, ja oder nein. Und ich habe dann hier noch ein Menü, wo ich unterschiedliche Sachen anspringen kann. Aber auch hier wieder... Da,
kann ich jetzt direkt ins Menü springen. So, jetzt kann ich die Suche aktivieren. Nun ist das Ziel schon vorgegeben, weil ich das eben schon einmal eingegeben habe. Nichtsdestotrotz gebe ich das nochmal ein, weil es geht ja darum, dass ihr die Performance hier seht. Typ ändern, ABC will ich haben. Ich möchte nach Bielefeld in die Werte. Ups. Man sieht, der Touchscreen reagiert wirklich schnell. Werther Straße, das ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier immer wechseln muss. 42 und jetzt kann ich die Suche anwerfen. Hat er auch schon gefunden, mit der Hausnummer auch direkt. Mein aktuelles Ziel möchte ich ersetzen. Und jetzt muss er halt ein bisschen suchen. Ist ein bisschen schwierig, weil wir auch eine Fährverbindung haben, um von der Insel zu kommen. Weil wir fahren ja kein U-Boot. Hahaha. Jetzt sieht man hier Ziel in... Demnächst rechts abbiegen. In 24 Stunden, also den ganzen Tag sind wir quasi unterwegs, bis wir ankommen. 1800 Kilometer sind's und das passiert halt auf der Strecke. Und habe jetzt hier wieder mein Menü. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Ding wirklich abzubrechen. Die Routenführung kann sie aber zumindest pausieren. Dann verschwindet das auch wieder. Und ich habe nur noch die Kartenansicht. Ja, soll reichen. Ich gucke nochmal hier als Info. Zeigt er mir halt, wo ich bin. Das könnte ich auch speichern. Und wenn ich jetzt tanken möchte, Benzin, sucht er halt direkt nach Tankstellen. Kann ich wieder zurückgehen und nochmal Verkehr parken. Point of Interest, so Flughäfen zum Beispiel, sehe ich hier allerdings nicht. Kann ich aber bestimmt einfach über die Volltextsuche machen. Hier habe ich auch die Möglichkeit, Favoriten abzuspeichern, Historie. Ach siehst du, und da habe ich Point of Interest unter anderem. Gut, gehen wir mal wieder zurück in die Home-Ansicht. Eine wichtige Sache, die man ja immer gerne macht, ist sein Telefon verbinden. Es ist keins registriert. Möchtest du Neues hinzufügen? Ja, das möchte ich. Jetzt gehe ich bei meinem iPhone in den Bluetooth-Dialog halt. Das Bluetooth aktiviert. Da hat er auch schon mein Telefon gefunden. Jetzt versucht er das Ganze zu verbinden. Überspringen, okay. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, quasi Favoriten anzugeben. Meine Kontakte sind noch nicht synchronisiert. Ich habe hier eine Tastatur, kann ein Gerät auswählen, wenn das nicht das Gerät meiner Wahl ist, was ich hier gerade habe. Gehen wir mal einfach wieder auf Phone zurück. Und Nachrichten werden wohl auch übermittelt. Jetzt machen wir uns wieder den üblichen Spaß. Ja, hallo Herr Stratmann, du wirst es nicht glauben, aber ich sitze im neuen Toyota Corolla, probiere gerade die Freisprechanlage aus. Wir fahren allerdings nicht, sondern stehen nur. Kannst du mich gut hören? Ich kann dich gut hören, würde aber sagen, du bist ein bisschen stumpfer als sonst, vom Klang her. Aber sonst, so laut ist in Ordnung, aber ein bisschen stumpfer. Ich wollte es jetzt schon persönlich nehmen. Ja, vielen Dank, Jens, weiß ich Bescheid und bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, ciao. Ja, bis bald. Tschüss. Gut, hat das auch geklappt, wissen wir Bescheid. Und sobald ich das Telefon jetzt verbunden habe, können wir natürlich auch ins Audio-Menü nochmal springen. Und ich kann als Quelle jetzt auch Bluetooth angeben und das gleiche Lied, was ich eben auch schon hatte, hier abspielen. Und genauso, jetzt habe ich hier einmal Spotify aufgerufen auf meinem iPhone, spiele das ab und hier überträgt er auch sofort Bandname und Titelname entsprechend. Und wenn ich das jetzt lauter machen würde, würde man auch den Ton entsprechend hören. Gut, auch hier wieder eine kurze Möglichkeit ins Klangmenü zu springen.
Dann gucken wir einmal ganz kurz ins Setup. Was habe ich hier Allgemeines? Bluetooth, Audio, Telefon, Stimmabgabe, stimmt, das haben wir noch gar nicht gemacht. Wi-Fi, könnt ihr jetzt also auch Wi-Fi nutzen. Mirrorlink ist übrigens dabei. Ich hatte ja eben gesagt, Android Auto und Apple CarPlay geht noch nicht, aber Mirrorlink haben wir schon. Jetzt bemühe ich nochmal die Spracheingabe, habe hier die unterschiedlichen Befehle, kann auch sagen weitere Befehle, um das einmal zu lernen, beziehungsweise mir das alles einmal anzugucken. Navi-Befehle, Ziel, gefolgt von Stadt, Straße und Hausnummer, Land eingeben, was es so alles gibt, und breche das einmal ab. Abbruch. Ups. Land eingeben, Deutschland. Deutschland. Ziel, Bielefeld, Wertherstraße 42. Nennen Sie den Namen der Stadt. Bielefeld. Wählen Sie eine Zeilennummer aus oder sagen Sie Korrektur. 1. Zeile 1. Bielefeld. Nennen Sie den Straßennamen. Wertherstraße. Wählen Sie eine Zeilennummer aus oder sagen Sie Korrektur. 1. Zeile 1. Wertherstraße. Nennen Sie die Hausnummer. 42. 42. Möchten Sie die Routenführung starten? Ja. Routenführung wird gestartet. Gut, ist ein bisschen kompliziert, geht aber, und das ist ja das Wichtige, dass man beim Fahren auch sprechenderweise Ziele eingeben kann, ohne sich jetzt zu sehr auf das Display zu verlassen oder zu konzentrieren. Zielführung abbrechen. Wie bitte? Tja, habe ich nicht verstanden. Wählen Sie ein Element. Schön finde ich, dass man sie hier überspringen kann. Ziel, gefolgt von Stadt, Straße und Hausnummer. Hausnummer eingeben. Favorit, gefolgt von dem Namen des gespeicherten Favoriten. Ich sehe gerade, Ziel, gefolgt von Stadt. Das kann man wohl nicht machen. Aber im Prinzip bin ich jetzt auch durch mit der ganzen Geschichte. Ich kann mich nur wiederholen. Ich finde das System teilweise nicht ganz stringent, nicht ganz intuitiv zu bedienen. Aber die wesentlichen Funktionen sind halt da und man kann sie auch nutzen. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich für euch, ein bisschen dienlich. Falls ihr euch einen Corolla kauft, dann habt ihr schon mal so ein Gefühl, ne, was hier passiert und wie ihr es machen könnt. Ich darf ergänzend sagen, zum Abschluss, das JBL Soundsystem hat mich persönlich jetzt nicht so geflasht. Die Bässe könnten deutlich mehr Druck vertragen und auch Höhen und Mitten sind nicht besonders differenziert. Da würde ich ein bisschen mehr erwarten, aber man hat zumindest einen Equalizer hier, einen kleinen, und kann dann schon nachschärfen. Und gerade wenn man hier vom Smartphone aus streamt, das als kleiner Tipp, da kann man ja meistens auch noch mal ein bisschen nachregeln, was man so in die große weite Welt per Bluetooth streut. Von daher könnt ihr euch vielleicht ein bisschen reinfuchsen, das wird dann bestimmt ein bisschen besser. Zur Not muss man halt was auswechseln. Das soll es gewesen sein an meiner Stelle. Ich verabschiede mich wie immer und sage tschüss, bis dann, euer Jan.